Ach, wir werden schon finden. Ja, wenn wir die ganze Welt auf den Kopf stellen. Hm. Wenn du den alten Bloodbriar zur Strecke bringst, sorge ich dafür, dass meine Vorgesetzten im Homestead von seiner Mithilfe erfahren. Verdammt, ich werde sogar noch ein paar Münzen als Kopfgeld dazulegen. Cool. Ja. Und am Ende kriegen wir auch ein Kopfgeld. Oh. Weil das ist dann der große Plotfest, ihr seid eigentlich die Bösen und ihr nutzt uns alle nur aus und dann wollt ihr uns loswerden, deswegen ihr Kopfgeld aus uns aussetzt und werden tausende Leute hinter uns her sein, weil sie geldgeil sind und naja. Das ist halt so. Wir haben Mugara getötet. Beeindruckend, diese Bestie hat einen meiner Männer eine Woche lang außer Gefecht gesetzt. Dein Eisen, wie versprochen. Wenn du möchtest, habe ich noch mehr Arbeit für eine fähige Jägerin wie dich. Oh, was benötigst du denn? Du hast dich gegen Morgara bewiesen. Das muss ich dir lassen. Aber da draußen gibt es noch weitaus größere Bedrohungen. Oh je. Eine große Spinne. Ja. Davon habe ich gerade Skalm genug. Danke auch. Also, ich bin ja hier. Den Bauern ohne Goliaths, die Weberin der Düsternis genannt wird, hält sich südlich im Schädebessin in einer Höhle in ihrem Versteck auf. Ihre Brut kriecht aus dem dunkelsten Ort der Welt, um die Einheimischen zu terrorisieren. Nicht nur die Einheimischen, auch das Südchen. Wolltest du sagen? Könige Nahrung zu sammeln. Das muss aufhören! Ja, das muss. Finde ich die Spinnkönigin und ich sorge dafür, dass man dich mit Eisenstücke belohnt. Da kommt doch dann bestimmt wieder ein paar von der Decke gesegelt. Mann, doch immer. Komm, see what's left of my wares. Zu Deutsch. Die Dinger sind hier jetzt sogar weg, wo ich mein Portal zum Kennzeichen aufgestellt habe. Schade. Naja, ist ja schlimm. Venus Quest Items. Nur Quest Items, ja. Zu Rappi zurück. Der Rappi, ich teleportiere mich einfach von meinem Portal zu deinem Portal, wie in den guten alten Zeiten vor Zeugen. Ja, nur dass sie aber nicht verschwinden, wenn ich zurück teleportiere. Hm. Oh, und dass hier sogar mal absichtlich geschehen ist. Hm. Ja. Yay. Chicken darf sich mit Absicht zu Rappi gehen. Yay. Ist doch sehr schön. Einfach Manticore, weg mit dir. Wow, das ist ein Schlag. Meinen Rucksack bestehlen. Ja, so, jetzt noch tiefer in das Gebiet vordringen. Aber so viele große Bestien, die verstorben sind. Ich warte auf den Kapitän. Kaktus, weißt du. Was ist die ganze Zeit von Wüste gelabert und ich sehe keinen einzigen Kaktus. Oh, da ist er, Goblin. Erwachsene. Das. Nein, schade. Okay. Chicken muss immer noch keine Punkte investiert. Chicken soll sich Punkte investieren. Ich weiß gerade nicht, was ich für meinen Handschuh brauche, aber ich glaube nur Level 41. Kaputt. Eingestürzte Mine. Ich habe gerade mehr Geist als Konstitution. Ich benutze gerade eben mehr Magie, also Geist. Oh, der hat eine Truhe ausgebildet. Warte, habe ich nicht Geist, weil ich ziemlich viel in meinen Okkultismus-Leiste investiert habe? Leute-Skillen. Erstmal den Blitzschlag für Crow. Der Sturmrabe ruft einen mächtigen Blitzschlag herbei, der Feinde in der Nähe durch einen Stromschlag tötet. Und das zweite Ritual für Solar-Ils Hexenfeuer. Vertieft die Bindung des Okkultisten zum verborgenen Bereich und verstärkt die Macht des Hexenfeuers so sehr, dass die geringste Berührung die Lebensessenz der Feinde durchbrennt. Mhm.
Burn, burn, baby, burn, burn. Also Schadenvergeltungsschaden. Burn, 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 baby, was doch. Ja. Go checken. Ach, und mein Hexenfeuer muss ich nicht nochmal casten, aber Crow die ganze Zeit nochmal neu beschwören. Hm. Naja, beschwören ist das immer so. Nah in Dings zu investieren. In Dings, was ist denn Dings? Dings-Songsat. Oje. Nein, nicht in da rein. Da rein will ich nicht investieren. Nee, nee, muss nicht sein. Doch. Karte. Oben und unten und überall hin können wir gehen. Gehen wir halt überall hin. In dorthin, wo der Loot ist, schicken. Ja, ein schönes Detail. Da wurde Kiste ausgebuddelt. Da ist ein Schaufel daneben. Eine Schaufel. Ja, schönes Detail. Die Kiste wurde ausgebuddelt. Schaufel. Schaufel. Schaufel, nimm meinen Saft. Schaufel. Ah ja, müssen hier wohl sein. Es sind einige Höhlen versteckt. Muss von jeder Perspektive jeden Stein untersuchen. Nein, Jack, nicht hüpfen! Nein, Jack, nicht springen, da ist ein Fluss. Das heißt. Ja, wie in Skyrim, die Gewässer da sind so unendlich flach. Hm. Ja, wir gehen mal dürfen nicht ins Wasser hüpfen. So. Es ist richtig schön, keinen Fallschaden zu kriegen und höher springen zu dürfen. Ah, Steinplan wieder. Das hat mir die letzten Tage wirklich. Ah, da ist eine Höhle. Das Leben gerettet. Da ist eine Höhle. Da. Das sind geheime Höhlen, die nicht markiert sind. Aber vielleicht. Hey, interessiert niemand. Auf jeden Fall sind hier schon mal. Fliegen. Was für ein. Fliegt gerade den Namen der Säcke nicht mehr ein. Fliege! Fliege! Was schon mit Decke achten, ja. Höhle. Vielleicht gibt es einige. Okay, ah, nee, das ist gut. Nee, Vorträger alles, was man triggern kann. Hier ist nur das Dornenvieh, das wir töten sollen. Rennen da mit geschlossenen Augen hinter dir her. Keine Sorge, ist nur Dornen-Horror-Kreatur besiegen sollen. Dornenhauer-Kreatur. Das ist Dornenhorror. Schrott. Nein, das ist ein Schrott. Achso. Ich montiere eine Menge Zeug hier. Was ist Zeugs? Haben wir einen ganzen Mann ein Lager hier überfallen. Da ist ein langer mitten Monsterhorde hin. Das ist sinnfrei. Die Höhle ist gerade so geradlinig. Oh, da ist er schon. Hatte Wort Dryer. Oh, Auge des Betrachters. Oh. Mist, ich hab von dir eingesammelt. Ja, klaute meine Hose. Sorry. Oh nein, das nächste Hose. Schuppenpanz. Unterarmschäle. Nee, das ist 2x2. Ah, check, du kriegst sowieso eine Röcke. Das sagt mein Inventar, vor wenn da noch so viel Platz ist. Weil sie bescheuert im Checken. Okay. So, darf ich wenigstens dann irgendwas von Rappi klauen? Bestimmt. Liegt ja so viel Zeug rum. Auge des Betrachters. Auge des Betrachters, das von einer wahnsinnigen Hexe getragen wurde, die vom Aussehen und der Schönheit besessen war. Hebeschelm des Zauberers. Plus 24% Chaos-Schaden, plus 22% Giftschaden, plus 33 Punkte Geist, plus 2,6 Energie-Generation pro Sekunde, plus 2 auf der Weg der 3, aber es nur. Der neuen Meisterschaft. Schwächen durchschauen. Blicke durch dein neues Auge und entdecke den kleinsten Fehler deiner Feinde, die du dann
deinen Verbündeten mitteilen kannst. Dann flüster mir mal die Schwächen zu. Mal sehen. 3 Energiekosten pro Sekunde, 150 Energie reserviert, 12 Meter Radius plus 6% Angriffsqualität. Ich glaube, das ist schon mal was für dich. Wenn du zurück bist. Braucht auch 130 Konstitution und 268 Geist. Ah ja, ich glaube, es ist ein Aura, eine Flächen durchschauen. Energie reserviert und Energieration pro Sekunde. Schaden, Ether. Also Schaden, Kosten und nicht. Und Schaden. Schaden in alle schicken. Denn du hast einen Schaden. Ah, Zeichen Illusion habe ich schon Zeit zu verteilen. Ich brauche schon 2 weitere, habe ich komplett. Zeichen des Reisenden haben wir schon 100 Bots. Ganz Teil. Ah, giftiger Skalenstein. Ah, ich habe 9 Komponente, giftiger Gallenstein. Hass erfüllte Steine, die in der Galle verdorbene Bestien geformt wurden. Moment, Steine, die hassen? Ein Säureschaden, 5 Giftschaden für 5 Sekunden, plus 6% Säureschaden, plus 6% Giftschaden, 10% physischer Schaden in Säureschaden umgewandelt. Krass, ey. Meine Gesundheit, Energie. Angriffqualität geht runter. Oh nein. Aber Schaden pro Sekunde. Na komm. Na komm. was nicht Skill ist das nächste? Ich habe eine Auswahl zwischen 3 Skills. Entweder Erhebung. Was mir, glaube ich, gerade einfällt. Fähigkeit des Ebers oder Herz der Wildnis. Ich glaube, Herz der Wildnis. Ups. Erhöht dann unsere Gesamtlebenskraft, besonders Regeneration und Vergiftungs- und Blutungswiderstände. Ja, Widerstände. Ich hab oh. Egal. Merkt niemand. Was? Ich habe 3-mal dieselbe Armbrust habe. Unbelievable. Ja, jetzt hast du 3 Armbrüste. Geht's noch tiefer in die Höhle? Ich glaube, es ging dann runter in die Spinnenhöhle. Ich will mir nicht gefallen. Schon. Oh, Schlag. Gefällt mir gerade nicht so. Bodenschlag, tobender Sturm. Ah, wendige Totem wäre toll. Ja, nur 41. Wendige Totem wäre toll. Das heilt dann unsere Lebenskraft. Und verursacht Lebenskraftschaden beim Gegner. Es tut alles. Gleichzeitig auch wiederum nichts. Was? Hooray. Ich weiß, klingt wie ein Paradoxon, ist aber so. Okay, wenn du meinst. Ah, tue ich auch. Falls da jetzt neue Sachen dabei waren, egal, dann habe ich es halt jetzt verkackt vorzulesen. Ist nicht schlimm. Es gibt so viele Komponenten, die man euch selbst beim Schmied herstellen kann. Ich habe die Nacht nicht geschlafen, also man möge mir verzeihen. Okay, verzeiht. Ich bin voll geschlafen, es ging aber nicht. Ja. Dann. Illusionstypie. Warte, du warst der, die mit den Dämpfen. Ja, gib mir dämpfende Schultern. Verdammt. Versehentlich in die Höhle runter. Oh, ja, los, rapitrieren die ganzen Spinnen, die von der Decke fallen! Los! Das waren gerade diese Möchtegern-Falmer. Egal, irgendwie genieße ich diese
leuchtenden Pflanzen. Ich habe aber jetzt auch gar keine Komponente auf mein... Ich habe meine neuen Schulterplatten geschmissen, aber egal. Naja, Texturen können neu schön aussehen. Ich habe da was funkeln gesehen. Da kommt wieder die 4K-Hure in ihm hoch. Ach da. Ja, sorry. Gerne gute Qualität genieße. So, mit euch. Ich glaube, da muss ich immer so ein Minecraft-Video zeigen, was ich entdeckt habe. Oh, explizit für dich, mit Texturen in 4K. Oh, da spinnt. Nicht realistisch aus. Wo kam die her? Hat dir gefallen? Ja. Hab ich nicht gesehen. Hab ich gerade noch so gesehen. Irrsturm, feg die Spinnen weg. Ich habe nur gesehen, dass da unten welche stehen. Ich hatte da gerade meine Augen. Dann haben wir schon mal wenigstens einen psychischen Schock-Moment weniger aufgegeben. Oh ne, jetzt schon wieder so ein Labyrinth-Höhle. Labyrinth. Ein Säurewürmann. Wartet, bis ich tausende Devotion-Punkte habe. Ah, schade. Blockiert. Schreckenweberin. Na nur Schreckenweberin. Ja, weil sie mir einen Schrecken geben. Mir einen Schrecken einjagen. Jetzt muss ich mich entscheiden, von der Decke runter zu segeln. Ja, da wie jetzt. Ah, die Weberin. Da ist sie. Da ist das Mistvieh. Wir haben Sturm, komm her. Ja, ich das war sie. Jetzt oh! Sie kommt gewesen, ne? Doch, leise, aber witzig. Oh, ein paar Leichen. Notiz an mich: niemals dieses Spiel ganz alleine spielen. Ah, und schreien. Immerhin ein Trost. Nee, zachter Stachel habe ich nicht zum Opfern. Ja. Vielleicht habe ich. Wir müssen jetzt mal ran. Habe ich auch nicht was? Oh. Vielleicht kann man herstellen. Mein Therapeut freut sich wieder. Checken, da sind sie ja wieder. Waren sie nicht gestern schon mal hier? Ich habe 2 von 3 Teilkomponenten an Stachel. Oh, was bist du denn? Subteil. Verderben. Okay. Muss mal schauen, ob ich vielleicht einen herstellen kann. Finesse. Danke, Nasto. Da gesagt, der Stachel. Oh, ich bin ja der Kieferknochen. Der Stachel. Geh. Wie brauche ich? Bösartiger Kieferknochen. Hast du irgendwelche Teilkomponenten vom zarten Stachel? Muss gerade nachschauen. Ich habe 2 von 3. Aber die kann ich nicht verkaufen. Kann ich verkaufen. Ich habe 1 von 4 von bösartigen Kieferknochen. Ich hab Kiefer ein... Kiefer hat am besten gebaut, um Knochen so zu brechen, als ob sie Stöcke wären. Ich hab 2 von 3 gezackte Stachel. Ja, können wir deinen mit meinem kombinieren. Yay. Plus 3% physischer Schaden, plus 5% Wundschaden, plus 3 Raffinesse, plus 1% Angriffsgeschwindigkeit. Kannst du direkt noch
den Hut geben. Ach, wie gibt mir einen Hut? Das war kein Neuling, aber es muss genauso reichen. Ja, immerhin hast du ein Auge drin. Was? Kein Ring für Checken? Ah. Naja, da gibt es leider keine 5% Erfahrung. Die Vorstellungskräfte von Leuten zerstört. Ah. Ja, immerhin habe ich schon zweimal welche gegeben mit mehr Erfahrung. Im anderen Spiel halt. So, jetzt. Ja. Und zwei Schwerter. Mhm. Obwohl, wir müssen ja noch irgendwann weitermachen. Ja. Ich möchte doch bestimmt den, weil die Sichel nutzen. Nö, weiß ich, wollte mir damit den Hintern abputzen. Nicht kratzen, also irgend kratzen. Na gut, eignet sich viel mehr zum Kratzen. Mhm. Jetzt ganz langsam wieder zurück. Diese gaunenerregende Höhle. Oh Gott, oh. Vergessene Tiefen. Ja, der Rappe wird jetzt in den Tiefen vergessen. Oh. Das würde ich gerne in vergessenen Tiefen schmeißen. Definitiv. Ja, überall klebrige Spinnenweben. Toll, nur das kann ich draufwerfen. Hm. Danke! Danke! Ja, ich weiß, vielleicht kannst du auch gute Komponenten zusammenbauen beim Schmied. Das dauert onscreen viel zu lang. Okay. Also offscreen machen. Dauert alles zu lang. Zu lang. So, hier hast du deinen verstammten Stachel und jetzt. Ich schieb ihn dort hin, wo die Sonne niemals scheint. Hier scheint doch eh keine Sonne. Aber hier leuchten diese komischen Pilzdinger, wie in Schwarzweite. Aber hier ist keine Sonne. Ja, der Devotion. Wenn ich gar nicht die rein Leute in das Wasser nutzen. Auf Wildheit. Auf, ich geh in den Tsunami. Langsam für Gegner. Und dann werden halt negativen 4 Stück Sachen bei uns. Das in der Mitte halte ich noch geheim. Ah, es wird lustig. Es wird lustig. Okay. Ich fange jetzt schon zu lachen. Lustig, tralalala. Nein, sie haben cool, was soll immer sein so getötet. Therapie. Irgendwo hin. Außen rum erstmal. Reste. Echt? Nichts drin. Oh. Also ich auch nicht. Na gut, für dich war auch nichts drin. Wie enttäuschend. Enttäuschung. Der Goldtistin. Die Trigger sie alle. Okay. Trigger sie alle. Ich hab eine Sichel. Sichel? Auf dem Baum gesehen, das war ein Siegel. Was auch immer. Wenn du Blaues gesehen hast, das war Leute in das Wasser. Nur ein Ding. Sichel, genau. Nur weil wir vorher angefangen haben, über die Sichel des Kronos wieder zu reden. Mhm. Ich habe eigentlich immer noch nicht nachgekommen, wie sich das erforderliche Level erhöht hat. Tja. Hey, Spinnchen. Gibt's jede Menge Steine, ey. Das ist schon mal der Höhlenausgang. Was hier? Ich bin mehr. Ja. Wie geht euch? Ja, wer macht mir so viel Schaden? Fragt sie sich, wenn sie will. Ah, so, er macht Schaden? Wow. Danke, Russ. Wenigstens ist es kein Instant-Kill wie ein Tree. Mhm.
ja nur 5 Folgen oder so fehlen, noch die Figuren gestiftet. Yay. Yay. Oh, es ist bei jeder Menge Gegner hier. Ich hab aufgenommen, auch für alte Sachen. Ja, ist so schlimm. Ich muss hier alles zuschauen. Dinge getan, ja. Ich muss Rapidzeit holen, aufzulassen. Hm. Was? Nee. Zeit nicht aufzuholen. Ja, ich muss Zeit wieder aufholen. So, wir haben jetzt eigentlich abgeben. Abgeben, nein. Erfüllt. Lass mal gleich abgeben. Ganzen Wald. Ja, gestern war ich auch null in Stimmung, irgendwas zu tun. Mir war so verdammt kalt die ganze Zeit. Ah. Geiles Hühnchen, ey. Piep, piep, piep. Nee, schießen. Tut weh. Ja, boah, es wird Sinn darin, dich anzuschießen. Mhm. Wie viel Aua hast. Ah, noch eine Höhle. Ja, super. Ah, ganz viele Höhlen. Aber hier sind noch Wege. Ja, die eine Höhle ist easy, ich war. Nennen das alles, 100%. Ich dachte, ich wäre die Archivmentjägerin. Wieso? Wo ich momentan nichts mit Archivments mache. Gut, außer letztens halt die restlichen 5 Stück waren das, glaube ich, für Baphomets Fluch, die mir noch gefehlt haben. Ja, glaube ich auch. Ja, Easter Egg Archivments. Das ist auch ein Easter Egg. Ach, Essen. Ist zwar alt, aber ey. Ein paar interessante Sachen. Dann noch die Brücke. Und jetzt nichts. Ich dachte, es wäre eine große Blutlache, aber es waren nur braune Blätter. Nee, die Blutlache habe ich schon. Okay. So, hier schon mal weiter. Können wir schon mal die Höhle untersuchen? Höhle? Ja, ab in die Hölle. In die Höhle hineintauchen. Los, rutschen wir. Hui! Hey. Das war ein bisschen. Achso, die Eingangshöhle. Wir sind ja von oben runtergekommen. Wap, 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 wap. Egal, jetzt wissen wir, was es ist. Lol. Und da ist der Rapier einfach schon mal 1000 Kilometer weit weggerannt, während ich noch in der Höhle festgesteckt habe. Ja, 2000 Kilometer. Dann untersucht. Wo da ist auch ein. Der Rapier? Eben war er doch noch hier. Er ist weg. Der Rapier war doch noch hier. Hier bin ich doch, wo der Wildsturm ist. Hab ich ganz allein gelassen. Nein. Ah, der Weg nach Tyrant's Hold. Kommen zum Singleplayer-LP. Mit Single Chicken? Ja. Seit meiner Geburt. Ah. Ist irgendwo Essen da? Das habe ich schon gegessen. Ich frisst mir alles weg. Oh. Ah. War nur ein Flügel von Kopf. Nein, Flügel von Kopf? Nein, Federn von Kopf. War nur die Federn vom Kopf. Ja, jetzt hier Wildnis, ey. Ah, da ist schon die Brücke. Ja, das ist schon unter der Brücke zur Festung. Unter der Brücke, hier werden wir jetzt wohnen. Naja. Ein bisschen hier noch. Ist auch ein bisschen Wildnis übrig. Ach so. Ottergon, nimm mich nicht immer alles töten. Der da ohne mich wegläuft und alles aufisst. Ja, sorry, ist dein. Du bist ja als Zeug gegessen hab. Soll ich vielleicht deinen alten Kaugummi auch noch essen?